Ist der Ukraine-Krieg noch ein lokaler Konflikt oder ist es bereits eine globale Auseinandersetzung? Und wenn ja, wie geht es weiter? Wo führt das hin? Das möchte ich heute mit meinen beiden Gästen erörtern. Beides außen- und geopolitisch interessierte Herrschaften. Der Unternehmer und Politblogger Gerald Makel. Servus. Hallo, du hast ja auch den Teil deiner Familie, stammt ja Aus der halben teilweise Welt. aus der halben Welt. Und du hast ja auch gesagt, du hast mir mal verraten, wenn du nicht zur Zeit die Kinder bekommen hättest, wärst du nach Amerika ausgewandert. Ganz genau. Ja, und daher immer interessiert an allem, was sich da auf der Welt so tut. Ganz genau. Ja, und der Unternehmer und Präsident der Gewerkschaft Union Souveränität, der Max Pucher. Auch du hast in den USA gelebt, glaube ich, und in Saudi-Arabien Ja, und auch dich in Summe 20 Jahre im okay. Ausland. 20 Jahre im Ja. Ausland, ja, toll. Ja, wie siehst du das, Max? Ja, ich sehe das mit relativ großer Sorge, die ganze Geschichte. Wir haben ja auch schon öfter darüber diskutiert, was da alles passieren könnte. Und ich betrachte das Ganze nicht nur eigentlich jetzt aus dem Blickwinkel eines Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Und es ist, glaube ich, ganz klar, dass das ein Konflikt zwischen Russland und der NATO ist und die EU sozusagen mit ihrer NATO-Anteilnahme natürlich da ganz stark mitwirkt. Aber das wäre immer noch lokal, zumindest europäisch. Aber natürlich mit der NATO muss man sich fragen, welche Rolle die USA spielt und welche Rolle spielt die amerikanische Politik. Das ist für mich also ein wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte. Ich habe im Sommer 2021 vorhergesagt, dass es um den Jahreswechsel herum zu der Gefahr eines militärischen Konfliktes entweder in Europa, und da habe ich die Ukraine genannt, oder in Taiwan kommt, als Ausstiegsszenario aus der Pandemie, und habe leider recht behalten, weil ich hatte gehofft, dass der Herr Putin sich nicht provozieren lässt. Er hat mir diese Hoffnung nicht erfüllt. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass es nicht zu einem Krieg mit China in Taiwan kommt, weil das wäre auch keine ganz harmlose Geschichte. Und jetzt muss man sich aber dann fragen, wie könnte das enden, wie könnte das weitergehen, kommt es zu einem Ende? Und natürlich deine Ansicht, hast du mir auch schon öfter mitgeteilt, dass der Krieg eigentlich erledigt ist und die Sache eigentlich so ziemlich aus der reinen militärischen Sicht zu Ende sein könnte. Ja? Ja, gebe ich dir sofort recht. Aber was ist, wenn nicht alle ausreichend Interesse daran haben, diesen Konflikt zu beenden? Weil man doch sieht, wie viele Leute aus der ganzen Geschichte politisches Kapital schlagen. Und da denke ich dann immer sofort weiter. Da kommt dann meine politische Erfahrung, gerade mit USA, natürlich sehr stark zu tragen. Und ich blicke also im Lauf dieses Jahres und sage, Amerika hat im Jahresende, im November, 8. November, glaube ich, ist Ja. Terms. Die die Midterms, also die Wahlen zum Kongress und Senat, nicht Präsidentenwahlen. Aber, und so wie das jetzt derzeit aussieht, wird es dort ja einen Umschwung geben, Ah, ja, und bitte. zwar einen gravierenden Umschwung. Also die Republikaner werden dort einen Erdrutschsieg hinlegen, wenn das alles so weitergeht. Und sowohl Senat als auch Kongress haushoch gewinnen mit großen Mehrheiten und damit eigentlich diese Präsidentschaft komplett ins Abseits schieben. Der kann Genau. also dann nur mehr ein Veto einlegen und sonst nichts mehr machen. Und ich bin so erstaunt, dass die Demokraten nichts dazu sagen. Ja? Die sprechen da nicht drüber, und dann denke ich sofort weiter. Was haben die in der Hinterhand? Die haben so viel Macht jetzt gewonnen, die haben so viele Sachen umgedreht, ja, die Republikaner und Trump vorher gemacht hatten. Ich will gar nicht anfangen, was das alles ist. Ja. Was planen die? Was könnte da auf uns zukommen? Und ich mache mir halt so Sorgen. Und die größte Sorge davon ist, um sozusagen politisch Kalkül daraus zu schlagen, ein wie immer auch gearteter Eintritt der NATO in den Konflikt. Das wäre meine größte Sorge. Ja, das gebe ich zu, relativ unwahrscheinlich, Gott sei Dank. Ja, aber es ist im Hinterkopf, kann ich es nicht wegstecken. Ich sehe irgendwelche pseudoterroristischen Akte in den USA, die denen erlauben, politisches Kalkül zu schlagen.
Ich sehe natürlich auch die Pandemie als ein weiteres Szenario, das noch einmal zuschlagen könnte, das aber auch heißen würde, dass das auch bei uns in Europa dann auch einmal zuschlägt, weil ich glaube, mit dem gleichen Virus würde sich da nichts tun, sondern da müsste dann zufällig doch, ganz zufällig, ein wirklich scharfer Virus herausspringen. Also ich mache mir wirklich Sorgen und kann nicht hundertprozentig eruieren, was da auf uns zukommt und warum die Republikaner so klar vorne liegen und die Demokraten nichts dazu sagen. Aber vielleicht ist meine Angst unbegründet, vielleicht hast du eine Antwort drauf und Ich ich bin ja kann. so froh, ich habe endlich Ja. einmal ein Thema mit dem Max, wo man richtig anderer Meinung sind. Also das wird heute Naja, ein eine bisschen sind wir lustige, schon anderer Meinung als lustige du. Diskussion, aber meistens muss ich dir einfach zustimmen, weil Ja. meistens hast du einfach recht. Jetzt habe ich Ich habe endlich, nur Thesen ich aufgestellt, weiß, also. aber jetzt habe ich endlich, ich freue mich wirklich, dass wir heute einmal die Dinge ein wenig anders sehen, weil jetzt darf ich endlich einmal den Optimisten spielen. Meine Analyse, vielschichtig. Nummer eins. Der militärische Konflikt in der Ukraine. Wenn Putin das Ziel hatte, das ich glaube, nämlich den Donbass, die Küste und die Landverbindung zur Krim, wenn das sein Kriegsziel war, ist der Krieg demnächst aus. Sind wir einig, ja. Die Ukraine hat ihn verloren. Putin hat ihn gewonnen. Punkt. Egal, was wir an westlicher Waffentechnologie jetzt noch hineinliefern. Sie machen nur mehr Verzweiflungsschläge. Da bin ich aber wiederum ein bisschen bei dir, denn was wir seit heute wissen ist, heute hat die Ukraine mit von uns gelieferten Kurzstreckenraketen drei Erdgasplattformen im Schwarzen Meer angegriffen und bombardiert, eine erwischt, die brennt, die wird wahrscheinlich auch komplett abfackeln. Und meine größte Sorge, dass das noch eskalieren könnte, und das ist wieder mein Riesenvorwurf an die westliche Staatengemeinschaft, ist, der Selenskyj hat seinen Leuten 3 Monate lang eingeredet, dass sie gewinnen. Er hat durch die Gleichschaltung der Medien und durch das Verbot der Oppositionsparteien verhindert, dass die Bevölkerung die Wahrheit erfährt. Und wenn er denen jetzt erklären muss, wir haben gerade verloren und wir werden dort im Donbass kapitulieren, dann fürchte ich, er könnte noch, wenn er nicht gestoppt wird von denjenigen, die ihn an der Leine halten, dass er noch in irgendeiner Art und Weise einen Verzweiflungsschlag macht und Raketen auf eine russische Stadt schickt. Und dann braucht man nicht nachdenken, was Putin tut. Dann gibt es einen lokalen atomaren Gegenschlag mit einer begrenzten atomaren Waffe. Also, das macht es nie mehr wieder. Das ist eine kleine Chance. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird, aber der Krieg ist einmal militärisch verloren. Global bin ich deshalb anderer Meinung als der Max, weil ich denke, dass sich mittlerweile international und vor allem in den USA die Erkenntnis durchgesetzt hat, Biden, der schlechteste Präsident aller Zeiten, mit den schlechtesten Umfragewerten aller Zeiten, jemals, seit es Aufzeichnungen gibt, hat auf ganzer Linie versagt. Komplett. Und das ist für die Demokraten nicht mehr zu retten. Es hat noch niemals einen niedrigeren Vertrauensindex gegeben der Amerikaner. Als Noch jetzt, ja. niemals war die Stimmung so schlecht. Noch niemals gab es dermaßen starke Einschnitte. Sie haben seit 40 Jahren die höchste Inflation. Die Preise gehen durch die Decke. Die amerikanische Bevölkerung verarmt in einem unglaublichen Ausmaß. Alles, was die Demokraten und diese Administration des Wahnsinns, diese linksgrün-woken, die hinter Biden oder neben Biden stehen oder die ihn an der Hand nehmen und durch die Gegend führen, weil er ja nicht mehr amtsfähig ist. Und zwar So war ist er es. eigentlich nie amtsfähig, aber Genau. jetzt ist er ganz klar nicht mehr amtsfähig. Die haben auf ganzer Linie so versagt, dass, glaube ich, dass das demokratische Establishment jetzt zu retten versuchen wird, was zu retten ist. Ich persönlich rechne nicht damit, dass sie es zulassen, dass Biden eskaliert, sondern ich rechne persönlich damit, dass noch im Laufe des Sommers, ich würde mal schätzen,
als Polit-Taktiker würde ich es machen, Ende August, Anfang September, Biden aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, Kamala Harris zwischenzeitig übernimmt und einen moderaten Demokraten dazu nimmt. Und zwar deshalb, damit sie den Druck, diesen Frust gegen Biden aus der Bevölkerung rausnehmen. Biden ist weg, damit ist der Kochtopfdeckel ein bisschen in die Höhe gehoben. Mit Biden dürfen die nicht in die Midterms gehen. Da bin ich hundertprozentig bei dir, dann verlieren sie. Dann kriegen die Republikaner 2/3 Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Dann gibt es keine Administration Biden mehr. Dann ist das ein lame Duck, wie es noch nie eine gegeben hat. Aber ich glaube, sie werden nicht außenpolitisch eskalieren, weil sie, und da komme ich dann gleich als dritter Punkt dazu, weil ich glaube, sie haben erkannt, egal was sie jetzt noch tun, das ist verloren. Das einzige Möglichkeit ist, du musst den König vom Spielfeld nehmen, lässt kurz die Königin hin und stellst dabei einen jungen König daneben hin, der dann quasi als Moderator à la Bill Clinton oder ein bisschen in den rechten Rand hinübergehender der Demokraten als Vizepräsident, den sie dann für 2024 aufbauen. Weil die Kamala Harris darf nicht gegen den Trump antreten, weil es gibt, das ist übrigens eine lustige Geschichte, es gibt eine Umfrage in den Vereinigten Staaten von CNN kolportiert, dass die Kamala Harris sogar dann verlieren würde, wenn nur demokratische Wähler wählen könnten. Die taten sogar dann den Trump wählen, so unbeliebt ist die Harris, das muss man sich mal vorstellen. Und mittlerweile sind, glaube ich, und da sind wir uns beide einig, Trump wird antreten und Trump wird gewinnen. Und dann macht er sowieso alles rückgängig, was Biden gemacht hat. Wobei ich mir zum Beispiel einen Ron DeSantis wünschen würde. Ich glaube, Trump kommt mit Ron DeSantis am Ticket und Ron DeSantis wird dann die nächsten 8 Jahre nehmen. Das wäre eine Lösung. Also dass Trump das jetzt noch, weil Trump wird eine Revanche-Wahl machen. Der wird, ist ja ganz locker. Ich meine, wenn ich Trump Wahlkampfmanager bin, hätte ich nur viel Geld und keine Arbeit. Weg einfach hin und sage, er hat's gut gemacht, er hat alles schlecht gemacht und jetzt gibt's uns eine Chance, wir machen's wieder gut. Und außerdem haben sie uns die Wahl gestohlen, das heißt, es sind die republikanischen Stammwähler überzeugt davon, dass die Wahl gestohlen und manipuliert worden ist. Die wollen sich revanchieren und den Trump mit einem großen Ergebnis bringen. Die große Mittelschicht wird dem Trump zutrauen, dass er die Wirtschaft wieder in Gang bringt. Seine privaten Geschichten sind doch völlig egal. Es geht jetzt nur mehr darum, wer bringt uns wieder zurück in den Wohlstand. Und das trauen alle dem Trump mehr zu als irgendeinem der Demokraten, die derzeit in Sicht sind. Und daher wird Trump die Wahl als Revanche-Wahl gewinnen und wird auf seinem Ticket hoffentlich, wäre meine Hoffnung, den DeSantis mitnehmen als Vice President und der dann aufgebaut wird für eine Präsidentschaft auf 2x8 Jahre. Die NATO und die USA haben den globalen Konflikt völlig verloren. Die amerikanische Hegemonie ist vorbei. Es gibt auf einmal eine ganz stabile Koalition zwischen den Russen, den Chinesen. Seit heute ist bekannt, dass Russland jetzt plötzlich Saudi-Arabien abgelöst hat als größter Lieferant von Erdöl. Die Inder haben noch niemals so viele Geschäfte gemacht mit Russland wie jetzt. Südafrika, der deutsche Kanzler Scholz ist auf offener Bühne in Südafrika von der Regierung blamiert worden. Die haben ihm vor dem versammelten Pressekorps mitgeteilt, nimm da deine Sanktionen und geh, wir machen keine Sanktionen. Die wollten nicht einmal das Wort Aggressions- oder Angriffskrieg in den Mund nehmen, haben Special Operation gesagt, die haben ihn blamiert. Der Bolsonaro und der zweite, der Lula da Silva, die beiden Kandidaten in Brasilien, sind beide gegen die Sanktionen. Mittlerweile haben wir 5,5 Milliarden Menschen, die sich auf die Seite neutral oder auf die Seite Russlands gestellt haben und die Sanktionen werden nur mehr von einer Minderheit mitgetragen, die man sagen kann, das ist der Westen, die EU, Amerika, Kanada, dann Japan, Australien und ein paar kleinere Staaten in Afrika. Aber plötzlich durch den Ukraine-Konflikt, wir haben jetzt eine bipolare Welt, der Petrodollar ist weg. Die Saudis akzeptieren und die Venezuelaner akzeptieren alle möglichen Währungen. Das war die letzten 50 Jahre die Grundlage des amerikanischen Wohlstands. Die bipolare Welt ist weg. Die Welt hat sich gewandelt, aber ganz anders, als die Amerikaner es wollten. Und entschuldige noch einen letzten Satz, leider Gottes, weil wir heute in Österreich sind. Die Amerikaner sind Amerika.
Das ist ein Kontinent mit Bodenschätzen ohne Ende, Wirtschaft, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, 70% sämtlicher Aktiengesellschaften notieren an den amerikanischen Börsen. Sie haben unerschöpfliche Rohstoffe in Kanada und ein Riesenreservoir an billigen Arbeitskräften in Mexiko. Denen ist der Rest der Welt wurscht. Dann zieht sich Amerika halt wieder für 10 Jahre auf eine Insel zurück und macht America first. Aber wir sind im Arsch. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mir mein Hemd näher als der amerikanische Rock. Wir sind nachgerannt und haben uns wirklich ins Out geschossen. So richtig. Ich bin eben sehr vorsichtig, um genau zu sagen, was jetzt eigentlich hier an tatsächlichen Dingen in Amerika passiert. Weil man muss auch unbedingt unterscheiden, dass ein Amerikaner eine Sache sind, das heißt das Volk an sich. Und dann hast du eben die Politik und du hast eine Biden-Administration und du hast natürlich auch viele andere Kräfte, die dann auch dahinter wirken. Und da sehe ich vor allem eben die Problematik, dass ich mir im Augenblick nicht vorstellen kann, dass die ganz das so einfach hinnehmen. Wenn man weiß, was also für Touren gedreht worden sind rund um die letzte Wahl, damit sie überhaupt gewonnen wurde von den Demokraten, das lief ja eindeutig nicht ganz korrekt ab. Ja? Und also mich macht mir Sorgen, dass die irgendetwas drehen, weil sie diese Wahl nicht verlieren wollen. Ja? Und was immer das sein könnte, ich kann es eben nicht sagen. Aber das sind nicht die Amerikaner. Die Amerikaner, es ist genauso, wie du sagst, für die Amerikaner, für das Volk ist diese Biden-Geschichte zu Ende. Mhm. Die haben versagt, das ist weg. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, dass nur ein Kandidaten-Topwechsel, also Harris und jemand anderer, das retten kann. Ich glaube nicht. Aber was hältst du von meiner These, dass genau durch so einen Move der Augenmerk bei den Midterms wieder auf die lokalen Kandidaten gelegt wird? Wenn du Demokrat bist, dann kannst du ja machen, was du willst. Du kannst jedem in deinem Wahlkreis, jeden Wähler, egal ob es für das Repräsentantenhaus, für das Sheriffamt, für die Richter, es wird ja vielleicht für unsere Zuschauer, bei den Midterms wird irrsinnig viel gewählt. Da wird vom Sheriff über die Richter bis zu den lokalen Parlamenten, bis zu dem Repräsentantenhaus. Und wenn ich jetzt aber oben den Topf aufmache, die Luft rauslasse, dann kann ich, dann sagen die Leute, jetzt ist er weg. Und die Präsidentenwahlen sind in 2 Jahren. Ob dann die Kamala Harris, die steht dann plötzlich nicht zur Wahl. Dann hättest du wieder die Chance, dass du als Kandidat, Max, Demokrat, für den Sitz am dort und dort und dort, für den Abgeordnetenhaus, dass man dann wieder dir zuhört. Was hältst du von der These? So würde ich als Demokrat handeln. Das ist die einzige Chance, aus meiner Sicht, würde ich die Demokraten beraten, wäre das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, den Schaden zu begrenzen und den Themenfokus wieder auf die Kandidaten zu legen und nicht auf die Rachewahl. Also es müsste eigentlich so sein, dass eigentlich dann dieser neue Kandidat auch der sein müsste, der dann Änderungen durchzieht. Der müsste sagen, okay, das, was Biden gemacht hat, war nicht in Ordnung. Ja, ja, aber der steht nicht zur Wahl. Ja. Es ist ja kein Präsidentenwahl. Ja, das ist schon richtig. Aber um sozusagen diesen negativen Nimbus, den sich die Demokraten mit der Biden-Administration jetzt geholt haben, um den quasi auszugleichen, ja, müsste quasi ein neuer Präsident zeigen, dass er eben anders agiert, ja, als das als Demokrat, als moderater Demokrat, dass er anders agiert als eine Biden-Administration. Da, wenn man weiß, wie die Mächteverhältnisse laufen in den USA, ich vermute, dass ich weiß, wie sie laufen, dann sehe ich das nicht, dass hier eine Kehrtwendung stattfindet bei den wichtigsten Themen. Und deswegen ist, wenn die Wahl stattfindet, egal wen sie da vorne hinstellen, ja, sind die Republikaner an der Macht. Ja, also da brauchen wir, da sind wir beide völlig einig. Und was hat das dann für eine Auswirkung jetzt wieder auf Ukraine? Lass mich nur noch einen, den Gedanken nämlich von Max noch zu Ende führen. Aber genau das wäre der Weg. Wenn sich die demokratischen Abgeordneten oder die demokratischen Politiker der demokratischen Partei, so muss man es nennen, wenn sich die quasi zusammentun und sagen, wir sagen den alten Herrn Senile Joe, den Thatcher, ab. Wir sägen den ab. Wir haben ihn zum Rücktritt gezwungen und jetzt wählt's uns bitte,
weil wir werden die nächsten 2 Jahre versuchen, seine Fehler gut zu machen. Und wählt nicht den Republikaner, weil der nimmt euch alles weg, sondern wir sind eine Gruppe von Demokraten, wir haben es verstanden, er war die falsche Wahl, wir haben diese Wahl korrigiert und wir gehen jetzt und gebt uns jetzt die Chance, dass wir die nächsten 2 Jahre dazu verwenden, den größten Teil wieder gut zu machen. Aus meiner Sicht ist das die einzige Geschichte, die reingeht. Da muss aber auch eine Nancy Pelosi loswerden. Ich bin mir fast sicher, dazu muss man vielleicht auch noch einen Einwurf machen. Zum ersten Mal, jeder hat es gewusst von der republikanischen Seite, aber kein Medium hat es aufgegriffen. Zum ersten Mal ist seit vorgestern die Geschichte mit Sexual Harassment von Joe Biden gegenüber seiner Tochter aufgetaucht. Es ist das Tagebuch von Joe Bidens Tochter plötzlich nach 2 Jahren aufgetaucht. Plötzlich wird darüber gesprochen, dass Biden ein Thatcher und ein Grabscher ist. Wenn man Amerika, das bigotte Amerika kennt, da sitzen zwar 70% aller U-Porn-Produzenten, aber gleichzeitig darfst du keinen Nippelblitzer haben im Fernsehen. Und du kannst alles machen, du kannst stehlen, du kannst Kriege anfangen und alles Mögliche machen, aber Sexual Harassment ist ein absolutes No-Go. Und deswegen bin ich ganz hellhörig geworden, als plötzlich auch Mainstream-Medien, richtige linke Mainstream-Medien, Clinton News Network, CNN, haben angefangen plötzlich darüber zu diskutieren, ob nicht der Joe Biden doch ein Grabscher und Thatcher ist. Und ich sehe hier als gelernter Politbeobachter viele enttäuschte und frustrierte Politiker der zweiten, dritten Reihe mit der großen Säge stehen und unten am Osten sägen. Und wenn der Ost umfliegt, fliegt die Pelosi gleich mit um. Ja. Ja. Aber die Frage ist natürlich dann, also sollte jetzt dann dort diese Kehrtwendung starten? Nein, nicht Kehrtwendung, ja. Eine Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Sie gewinnen ja, sowieso die würde natürlich auch heißen, dass die EU theoretisch aufs falsche Pferd gesetzt ganz genau, wird. Ganz genau. Und was machen die dann? Das ist also die nächste Frage. Und was passiert mit der Ukraine? Neue Präsident oder diese neue demokratische Riege? Also, beenden die den Konflikt? Nein, die Amerikaner machen das, was sie immer gemacht haben. Sobald sie nicht mehr gewinnen, verabschieden sie sich, tschüss, und lassen die anderen im Regen stehen. Ja. Das haben sie bis jetzt noch in jedem Konflikt gemacht. Das haben sie in Syrien gemacht, in Libyen gemacht, im Regen. Und wir stehen im Regen. Wir stehen im Regen. Als Europäer. Das ist, um auf die Sprache unseres beider Lieblingslandes, we are fucked. Ja, we are fucked. Das ist leider Gottes, das ist, weil du gesagt hast, was geht in der Ukraine weiter. Ich sagte, die Amerikaner lassen das fallen wie eine heiße Kartoffel. Plopp. America first, und zwar halt, der eine sagt wirklich America first, der andere sagt America a little bit more und so weiter, aber tatsächlich, wenn die Amerikaner das machen, was sie bis jetzt noch seit Korea, seit Vietnam, in jedem einzelnen Konflikt, den sie begonnen haben, gemacht haben, wenn sie gesehen haben, es geht nicht mehr gut aus, gehen sie einfach und lassen dich zurück, aus Ende. Und wir haben uns mit diesen schwachsinnigsten Sanktionen, die die Amerikaner nicht treffen, nur uns treffen. Wir haben uns sowas von ins Out geschossen. Es ist unfassbar. Es kehren eigentlich alle Regierungschefs vor ein Sondertribunal, die da mitgemacht haben, weil sie haben die europäische Bevölkerung in ein Desaster geführt. In ein Desaster, das uns auf Jahrzehnte treffen wird. Niemand auf der Welt traut uns mehr. Wir beschlagnahmen, wir brechen alle unsere Regeln, alle unsere Grundsätze. Wir handeln gegen jede Moral, gegen jeden Anstand. Wir müssen zeigen, dass es keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Wir haben keine Rechtsstaatlichkeit und niemand auf der Welt mit Geld, der aus der dritten Welt kommt, wird jemals wieder sein Geld in Europa anlegen, weil sie uns keinen Zentimeter mehr über den Weg trauen. Da kaufen wir doch bitte lieber eine Villa auf den Malediven oder am südchinesischen Meer. Dort ist auch schön warm. Also, und die Yachten sind auch schön und der Alkohol und die Mädels sind genauso billig und billig. Also wozu sollte ich machen? Und Europa ist weg. Wie geht es dann weiter in der EU? Also, wie werden wir unsere, ich sehe die große Frage, egal wie es eigentlich kommt, dass die EU ja so versagt hat, ja, in jedweder Form, dass wir eine kaputte Währung haben, dass wir eine kaputte Wirtschaft haben, wir haben eine kaputte Energieversorgung, wir haben eine kaputte, wie es du gerade erklärt hast, eine kaputte Beziehungswelt zur restlichen, zur globalen Struktur.
Ja, aber wie werden wir diese EU-Bonzen los? Es, Wir ich haben hab, du hast ja. das gestern, vorgestern gerade gesehen in Frankreich. Wir haben das Riesenthema, das ist eines meiner größten Sorgen überhaupt als Mensch für die Zukunft ist, dass wir einen bald die Mehrheit der Bevölkerung sich vom System abgewendet haben. In Österreich 40% aller Menschen finden gar keine Partei gut. In Frankreich haben wir zum ersten Mal 53%, die gar nicht wählen, die das System insgesamt ablehnen. Und die, die noch hingehen, machen Frankreich unregierbar. Wir werden aus meiner Sicht in ganz Europa, zumindest im Westen Europas, werden wir kurzfristig, mittelfristig italienische Verhältnisse haben. Wir werden unregierbar werden. Wir werden ganz neue Parteien überall sehen. Man darf nicht vergessen, es beginnt ja schon. In Slowenien ist gerade ein Ministerpräsident gewählt worden und eine Partei gewählt worden, die hat es vor einem Jahr noch gar nicht gegeben. Die sind, der ist jetzt Ministerpräsident, glaube ich, wie das so da heißt, der ist Ministerpräsident geworden. In Frankreich gibt es dieses Linksbündnis von diesem Michelin. Michelon, Ja. das hat es vor 2 Jahren noch nicht gegeben. Es werden aus meiner Sicht die Systemparteien verschwinden. In Österreich übrigens das neueste Gerücht, damit wir das auch gleich weitergeben, vielleicht ist es bei der Ausstrahlung sogar schon offiziell. Es gibt das Gerücht und die Kronenzeitung hat schon ziemlich gestochert, dass es eine neue Linkspartei geben wird zwischen SPÖ und Grüne, geführt von angeblich dem Christian Kern, dem Ex-Kanzler, der ja mit der Pamela gar nicht kann und der eine zweite linke Liste machen will, so quasi das Liberal-Wirtschaftslager, die Leute, denen die SPÖ zu links ist, von der ÖVP abholen will. Das könnte durchaus sein, dass wir demnächst auch eine neue Partei sehen werden. Neos früher positioniert haben. Ja, bevor sie sich als Genau. Bettvorleger Links der NATO abgebogen gemacht sind. Ja, haben. Ja, genau. also gut, das ist ja auch so lustig, die Neos, weil sie so tun, als wären sie so europäische Werte. Die Neos werden finanziert vom Haselsteiner. Der Haselsteiner ist Österreichs größter Bauunternehmer. Was passiert in der Ukraine, sobald die Waffen schweigen? Dort geht unser Geld hin zum Wiederaufbau. Und wer wird dann bevorzugt zum Zug kommen? Die europäischen Baufirmen von dort, wo das Geld kommt. Also ich bestreite hier jegliches selbstlose Vorgehen der Frau Meindl-Reisinger. Die führt gerade Befehle vom Geldgeber aus mit dem, was sie macht. Aber um zurückzukommen auf die internationale Lage, Europa wird eine Zeit lang unregierbar, wohlstandsverlustig sein, der soziale Friede wird weg sein. Die Medien berichten das ja nicht. In den letzten Tagen gab es in ganz Europa wildeste Demonstrationen. Brüssel hat den Flughafen schließen müssen. In Spanien gehen Hunderttausende Leute jedes Wochenende auf die Straßen. Kein Mensch berichtet in unseren Medien drum. Irland hat Massenproteste. In England haben es heute in London die U-Bahn zugesperrt und es fahren keine Züge mehr. Wir sehen überall den Aufstand der Bevölkerung in jedem einzelnen Land. Nur bei uns noch nicht, weil wir müssen zuerst einmal auf Urlaub fahren wollen, dann gehen wir demonstrieren. Oder dann gehen bei uns die Unruhen erst los, aber zuerst fahren wir noch auf Urlaub. Und ich bin der Meinung, dass wir durch diese unfähigsten, dümmsten, irrgeleitetsten Politikerkaste, die wir jemals gehabt haben, uns Europa richtig ins Knie geschossen haben. Und zwar jeden Tag einzeln. Und heute noch zum Schluss, heute kommt in Amerika die Finanzministerin her und hat eine super Idee, nämlich die G7-Staaten sollen jetzt beschließen, dass der internationale Rohölpreis der Russen limitiert wird. In den G7-Staaten gibt es ein einziges Land, das Erdöl exportiert und selber so viel Erdöl erzeugen kann, dass es vom Ausland unabhängig ist. Das sind die USA. Alle anderen sechs sind Erdölimporteure, sind vom Erdöl abhängig und gehen jetzt zu den Saudis, zu den Russen, zu den Venezuelanern und sagen, ihr dürft übrigens nicht mehr für das verlangen. Du sitzt dort und denkst, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Wenn die amerikanische Finanzministerin hergeht und so einen Schwachsinn fordert, müssen die restlichen europäischen Länder aufstehen und sagen, bist du irgendwo angerannt?
Ja, die wollen das ja so gesetzlich festlegen, Ja, diese NOPEC-Geschichte. NOPEC, das ist unfassbar. Ich meine, ich war halt heute gern gesessen am Abendtisch beim saudi-arabischen König oder in Venezuela bei denen und hätte lachen gehört. Ich meine, das ist so, wie wenn ich zum Mediamarkt und sage, ich hätte gern einen großen Fernseher, aber du darfst nicht mehr wie 500 verlangen dafür. Und dann gibt es morgen keinen Fernseher mehr. Also, ich bin ein bisschen optimistischer, was die Welt betrifft. Es gibt Risiken. Ja, bin ich völlig bei dir. Ich bin verblüfft. Es war ein historisches Jahr. Das wird in die Geschichte eingehen, in dem Jahr, in dem die amerikanische Hegemonie endgültig geendet hat und es endgültig wieder zwei Blöcke gibt. Und diesmal sind wir der unterlegene Block. Ja, ich bin bei den Amerikanern, da sind wir beide unterschiedlicher Ansichten. Ich glaube, sie werden den Fuß vom Gas nehmen und versuchen zu retten, was zu retten ist, und sich auf lokale Themen fokussieren. Und mein Urteil über Europa ist kurz und bündig: We are fucked. Also ich mache mir eben die Sorge, weil das letzte Mal, wo es quasi den Abstieg Amerikas sozusagen vorhergesagt wurde, gab es dann eben urplötzlich ja, den Krieg gegen den Terrorismus. Warum es dann immer genau war, ob jetzt 9-11 irgendwas Detail damit zu tun hat oder nur eine Konsequenz davon war, darüber lässt sich ja auch heftig diskutieren. Aber hier hat schon, das war eigentlich auch so ein Schlüsselzeitpunkt, also 9-11 hat die Welt ganz gravierend verändert. Und ja, meine Sorge ist, was ist, wenn wir wieder so etwas haben? Was, wenn die Leute, die an der Macht sitzen, diesen Abstieg Amerikas nicht akzeptieren wollen? Was machen die dann? Meine Sorge geht eigentlich eher ans andere Ende der Welt. Ich widerspreche deshalb, was die USA betreffen, weil die USA, Biden hat die USA, die Administration Biden hat die USA in die schwerste, tiefste Wirtschaftskrise der letzten Jahre geworfen. Die haben eine echte Rezession. Die Menschen, die war ja unvermeidbar. Die war unvermeidbar. Die Geldmengen verwerten, die Geldmengen, genauso diese, wie für Europa, ja. Es ist genauso wie in Europa. Ich habe dir völlig recht, das muss man auch dazu sagen. Ja. An der ganzen Teuerung, die wir jetzt haben, ist Putin völlig unschuldig. Ja. Und wer das nicht glaubt, soll bitte in Wien, jeden Freund in Wien anrufen und fragen, welche Brief hat er voriges Jahr im November von der Wien Energie gekriegt, voriges Jahr im November die Wien Energie angekündigt, um 74% die Preise zu erhöhen. Da wollten alle mit Putin noch Skifahren gehen. Ja, ist so. Und da haben wir schon gewusst, dass wir um 74% mehr für den Strom zahlen müssen. Also das ist die Geldmengenvermehrung, diese wahnsinnige der EZB und der Fed, die das gemacht haben. Aber meine Sorge geht woanders hin. Ich bin der Meinung, dass sich die USA auf sich selber konzentrieren werden. Sie können auch keinen neuen Konflikt anfangen, weil sie schlicht keine Kohle haben. Sie sind zu Hause richtig unter Problemen, richtig unter Druck. Und es ist eben jetzt im Moment genau die Midterms, wo jetzt die nächsten 2 Jahre jeder Politiker, der mit einem Funken Überlebensinstinkt ausgestattet ist, nicht international was anfangen wird, sondern den Leuten versprechen wird: Ich helfe euch wieder raus aus der Scheiße. Die Amerikaner werden sich zurückziehen. Meine Sorge geht ganz woanders hin. Was macht die neue Nummer 1? In der Situation, wo der Westen und die USA schwerstens geschwächt sind, wo Putin den Westen, die NATO, vorgeführt hat. Die NATO hat außer den USA nicht einmal mehr Waffen. Ja, also wir haben alle Munition, alles, was wir geschickt haben, das muss man den Zuschauern auch sagen, vor 4 Wochen haben in Dänemark und in 3 anderen Ländern die Generalstäbe, also die Führung der Armee, mitgeteilt, wir können der Ukraine keine Munition mehr schicken, weil dann haben wir keine mehr. Ja, es ist ja so, wenn jeder sagt, na, Putin will dann ein Land nach dem anderen erobern. Das ist ganz lustig. Wenn Putin ein Land nach dem anderen erobern will, dreht er uns einfach von heute auf morgen das Gas ab, dann wartet er 3 Monate, bis wir kein Gas mehr haben, und dann fährt er mit den Panzern von Moskau bis nach Paris einfach durch, weil bei uns ist eh finster. Und dann stehen die Leute auf der Straße, klatschen, weil die Russen bringen uns wenigstens dann Gas und was zum Essen mit. Ja. Also ich brauche den Westen, den europäischen Westen nicht überfallen militärisch. Die Deutschen müssen nicht 100 Milliarden in Waffen investieren, weil der Putin macht so und 3 Monate später steht eh alles bei uns. Aber was machen die Chinesen mit Taiwan? Was ist, wenn die Chinesen, wenn Xi morgen
Weil Xi will ein Denkmal setzen. Xi ist mittlerweile genauso beliebt wie Mao. Du weißt, mein Sohn hat 10 Jahre in China gelebt. Ich habe eine chinesische Schwiegertochter, bald das erste halbchinesische Enkel in ein paar Tagen. Und ich bin sehr interessiert und ich war sehr oft jetzt mittlerweile drüben und ich bin sehr interessiert an der Politik Chinas, weil es mich fasziniert. Und der Präsident Xi will in die gleiche Stufe wie Mao. Und der will ein Legacy, ein Erbe hinterlassen. Und ich fürchte mich davor, dass der Xi sein Legacy betrachtet, die Vereinigung Chinas aller Chinesen und das heißt Taiwan. Was machen wir, wenn China Taiwan angreift? Und was will die USA machen? Was macht die USA dann? Die geschwächte USA, die nichts machen kann. Mhm. Ich sehe die Gefahr, dass sich der Fokus der Auseinandersetzungen von der Ukraine wegbewegt. Die Ukraine hat den Krieg verloren, der Donbass, die Krim, Cherson ist weg, dort wird es Volksabstimmungen geben, die Volksabstimmungen gehen zu 80% in Richtung Russland, die Bevölkerung dort will zu den Russen gehören, in Cherson fahren schon alle mit russischen Kennzeichen, die haben sich ans russische Internet und die russischen Telefone, da gibt es keinen Widerstand in der Bevölkerung, gar nichts, die 4 Provinzen sind weg. Der Zelensky wird von seinen eigenen Leuten ins Exil nach London geschickt werden und vielleicht schnappen sie die Polen noch den Westen der Ukraine und die Ukraine bleibt ein Rumpfstaat, den wir bis zum Ende unseres Lebens bezahlen werden. So, das ist es. Wird ein bisschen lokal herumgekämpft werden, aber das war es inzwischen. Aber ich fürchte mich davor, dass die Amerikaner mittlerweile als solche Lachnummer gelten bei den Chinesen, dass die Chinesen sagen, jetzt holen wir uns Taiwan. Mhm. Und wenn die Amerikaner, die sind nicht in der Lage, dort militärisch wirklich einzugreifen, die Chinesen machen weiter. Aber wir werden das lösen, weil wir planen jetzt ja schon Sanktionen gegen China. Sanktionen gegen China. Das wir planen besser. Schon Sanktionen ja. gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen. Ja, die Deutschen. Wir werden das lösen. Also wir werden China unter Druck setzen mit Taiwan. Ja. Und um das unseren Zuschauern noch einmal zu sagen, bei Putin dauert es 3 bis, also wenn Putin den Gashahn abdreht, dann gehen bei uns in 3 bis 4 Monaten buchstäblich die Lichter aus. Unsere Fabriken sind kaputt. Wir haben auch keine Energie mehr, um Butter, Käse, Papier oder sonst irgendwas zu erzeugen. Das dauert ungefähr 4 Monate, vielleicht hält man 5 Monate durch. Wenn China morgen aufhört, und die brauchen ja einfach nur ihre Häfen sperren, dann sind wir in 4 Wochen tot. Genau. Und zwar ganz Europa und zwar endgültig. Also da bin ich ganz bei dir. Alleine ein Politiker, der das in den Mund nimmt, kehrt in der Sekunde abgesetzt und das Medium, das das verbreitet, kehrt in der Sekunde zugesperrt. Weil das ist gemeingefährlich, ist das für uns alle gemeingefährlich. Nur meine große Sorge ist, was machen wir wirklich? Wir stehen eigentlich dem chinesischen Giganten noch viel machtloser gegenüber, als wir es Russland gegenüber tun. Die Russen haben wenigstens noch ein Motiv, das man nachvollziehen kann, nämlich dass dort im Donbass Millionen der eigenen Leute leben und dass die bei der Ukraine gar nicht bleiben wollen und auch nicht wollten. Weil dass der Krieg dort so schnell gewonnen werden konnte, verdanken es der lokalen Bevölkerung und den Donbass-Milizen, die dort mitgekämpft haben, die dort 8 Jahre lang gekämpft haben und wirklich die kampferfahrensten Streitkräfte haben, die es in Europa gibt. Aber die Taiwanesen, die wollen nicht zu China. Das war der wirkliche Überfall, eine Invasion gegen den Willen der lokalen Bevölkerung. Und wenn die Chinesen damit durchkommen, dann holen sie sich die restlichen Inseln im südchinesischen Meer. Und wer jemals mit persönlich einen Chinesen kennengelernt hat und dann gesagt hat, der am Tisch da drüben ist ein Japaner, die haben noch eine dicke, dicke Rechnung mit Japan offen. Die hassen sich noch viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Die Chinesen verabscheuen und hassen die Japaner. Mhm. Aufgrund der Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, das haben sie ihnen nie vergessen und nie verziehen. Nur was machen wir dann? Das ist, also ich glaube, dass das eher in Richtung des Ostens geht, also Asien geht, unsere Probleme, als dass der Westen irgendwas tut.
Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Wie gesagt, ich habe ja immer eigentlich Ukraine und Taiwan als die beiden Hotspots gesehen. Ich sehe das auch. Und auch die Frage ist natürlich immer, was wird USA machen, wenn das passiert? Wie werden die damit umgehen? Und mir macht jetzt Russland auch viel weniger Sorgen. Ich weiß nicht, ob du die Rede von Putin beim russischen Wirtschaftsforum gehört, gelesen hast. Also ich würde mir wünschen, dass europäische Politiker so vernünftig über die europäische und weltpolitische Situation reden. Und ja, eigentlich glaube ich fast, dass Russland eher derjenige sein würde, der dafür sorgt, dass die Chinesen bei der Stange bleiben und nicht die Welt aufräumen, als dass die Amerikaner würden. Aber er ist ihm jetzt was schuldig. Also erstens einmal, man muss den Zuschauern sagen, bitte, wer sich von der Mainstream-Propaganda einlullen lässt, dass Putin jetzt der ganz Böse ist, soll sich bitte daran erinnern, wie sehr wir Putin hofiert haben. Die gleichen Journalisten, die jetzt Putin als den Teufel hinstellen, haben vor ein paar Jahren gejubelt, wenn er sie zur Pressekonferenz eingeladen hat und haben über jeden Schmäh gelacht, den er gesagt hat. Nummer eins. Nummer zwei, wer wissen will, wie Putin denkt und handelt und redet, soll sich unter anderem auch auf meinem Kanal die Übersetzung der Rede beim russischen Wirtschaftsforum anhören. Drittens, wer diesen Schwachsinn glaubt, dass Putin so krank ist und deshalb durchdreht, weil er ist ja krebskrank und jetzt will er noch die halbe Welt in einen Atomkrieg führen, der soll sich bitte anschauen, dass Joe Biden nicht einmal allein aus einem Raum hinein oder hinaus findet, und zwar buchstäblich, oder mit dem Osterhosen redet vor dem Weißen Haus, und andererseits sich der Putin hinstellt, eine einstündige Rede hält und dann 3 Stunden lang geduldig und erschöpfend Journalisten Auskunft gibt. Der hat dort 4 Stunden geredet. Wenn das ein kranker Mann ist, so krank möchte ich auch sein. Ja? Ja, und das Problem, ich sehe das auch bei dir, Putin hat, und ich stelle diese Frage in Diskussionen immer, sagen wir uns einmal ganz ehrlich, wenn du Präsidentin oder du Präsident von Russland bist und der Westen sagt, wir wollen dich vernichten, dann hältst du dich an Verträge, dann lässt du das Gas weiter, du lässt uns wirklich weiter existieren. Also ich bekenne ganz offen, hätte ich den Job von Putin und war an seiner Stelle, dann hätte die Europäer schon längst einmal irgendwann so Mitte April, hätte es einmal für 4 Wochen kalt duschen geschickt. Ja? Ich hätte vor 4 Wochen gesagt, oh, der tut mir leid, alle Pumpen müssen jetzt repariert werden. Und dann hätte ich 4 Wochen gesagt, jetzt geht's wieder. Und dann habe ich gesagt, habt ihr jetzt was gelernt? Das hätte ich gemacht. Ich meine, wir können ja nur eigentlich nur froh sein, dass der dermaßen besonnen reagiert, weil wir müssen uns alle im Klaren sein, wir hängen von dem einfach ab. Punkt, Ende. Aber jetzt ist er dem Xi was schuldig. Der Xi hat ihm den Arsch gerettet. Xi hat dadurch, dass China gesagt hat, wir sind da nicht dabei, dadurch, dass die das ausgemacht haben bei den Olympischen Spielen, weil da hat er ihm hundertprozentig damals schon erzählt, was er vorhat, und hat gesagt, pass auf, wenn die NATO so weiter tut, dann muss ich dort die Reißleine ziehen. Und Xi hat ihm gesagt, mach, das ist eine innerrussische Angelegenheit. Und wenn du die Asiaten kennst, und ich weiß, du kennst sie, dann heißt das, jetzt ist Putin in der Ehrenschuld von Xi. Und Xi wird sagen, das ist eine innerchinesische Angelegenheit. Und Russland wird, so fürchte ich, China nicht bremsen, sondern sagen, das geht uns nichts an, das ist chinesisches Einflussgebiet, das ist China mit China, da halten wir uns raus. Indien wird sowieso machen. Aber China und Russland haben eine Achse aufgebaut, die für beide eigentlich sehr viele Optionen und Chancen bietet. Und ich glaube, dass Das die ist Hoffnung besteht, dass die Chinesen auch sagen, ich weiß nicht genau, welche Position der Putin einnehmen würde, aber ich würde ihn einschätzen, dass er diese Gefahr, die von so einem Konflikt ausgeht, würde versuchen zu moderieren. Aber ich weiß es natürlich nicht. Darf ich dir ehrlich sagen, ich glaube gar nicht, dass das so eine große Gefahr ist. Also, ich bin überzeugt, die Europäer können gar nichts machen. Ja, das sowieso nicht. Gar nichts. Wir sind militärisch, geopolitische Eunuchen. Ja, wir rennen herum, reden über ihr gescheit und haben nichts. Wir haben Nichts, weder genau. Coronas, noch haben wir wirklich was zum Herzagen. Es ist Genau. nichts. Die einzigen, die stoppen könnten, wären die Amerikaner. Die sind so schwach wie nie. Wenn dort nicht das Volk wirklich erbitterten Widerstand leistet in Taiwan, und das weiß man nicht, wie sie das machen können, kassieren die das. Sie kassieren es, sie kassieren es. Nur die Gefahr ist, die hören dort nicht auf. Die gehen ins südchinesische Meer. Und das ist das große Problem.
das ich geopolitisch sehe. Und Gut. für Europa, das wollte ich nur zum Schluss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich für Europa. Wie wir uns benehmen, was wir für Regeln brechen, wie wir hier unsere eigenen Standards moralisch und rechtlich ohne mit der Wimper zu zucken unterlaufen haben, das ist unfassbar. Und wie wir die Augen zumachen und einem Kleptokraten zuklatschen, der seine eigene Opposition verboten hat, der die Medien gleichgeschaltet hat und der jetzt seit dieser Woche russische Musik verboten hat. Der Letzte, der Musik verboten hat in Europa, war einer, der gesagt hat, hört keine Feindsender. Ja? Das ist 80 Jahre her. Und wir nehmen einfach alles, was der Clown dort macht, zur Kenntnis und laden moralische Schuld auf uns und der Rest der Welt wird uns nie mehr wieder vertrauen. Das ist das erschütternde Erkenntnis. Also die Problematik ist eindeutig, dass wir extrem politisch schwach sind in Europa. Und das führt eben auch zu meiner Sorge, dass eben einer dieser Konflikte, und da spielt schon USA natürlich eine Rolle mit dem Konfliktpotenzial in Taiwan, dass wir dort auch davon abhängig sind, was die dann tatsächlich damit machen. Mhm. Ja. Und ich sehe das Szenario nicht so komplett fremd, dass jetzt auch USA oder nicht die Amerikaner selbst, aber die politische Führung in den USA auch einen potenziellen Taiwan-Konflikt als Kalkül verwendet, um eine Wahl zu beeinflussen. Also ich sehe das nicht im Rahmen der Unmöglichkeit. Ja. Ob es jetzt Ukraine ist oder ob es jetzt China ist, Taiwan ist, halte ich jetzt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber meine Sorge ist schon, dass die eben diesen Verlust dieser amerikanischen Pole Position, dass die das nicht hinnehmen wollen. Und das bleibt meine große Sorge, so viel ich dir in anderen Dingen recht geben muss. Und nachdem ich weiß, dass du jetzt von uns beiden willst, dass wir den Leuten sagen, welche Schlüsse wir daraus ziehen und was wir tun sollten. Beziehungsweise was unsere Zuseher tun können oder berücksichtigen sollten. Oder ja. Magst du oder soll ich? Ah, du hast angefangen, du sollst das Schlusswort kriegen. Also du kriegst das Schlusswort, weil ich bin ganz schnell. Wir Österreicher können fast nichts tun. Fast nichts. Aber was wir tun können, müssen wir sofort tun. Wir müssen zurückkehren zu dem, wofür wir uns im Staatsvertrag verpflichtet haben, zur Neutralität. Wir müssen als Österreicher als Erste in Europa aufstehen und sagen, wir steigen aus den Sanktionen gegen Russland aus, wir beteiligen uns daran nicht mehr, wir sind ab jetzt wieder völlig neutral, wir reden mit beiden, wir leisten humanitäre Hilfe, aber wir beginnen einen Friedensdialog, einen Friedensprozess und laden beide ein, hier in Wien Friedensgespräche zu beginnen. Putin und Zelensky, ohne jede Vorbedingungen. Und wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir sind ab sofort neutral. Und diese Neutralität dürfen wir zu meinen Lebzeiten nie aufgeben, weil wenn Europa schwach ist, bleibt dem kleinen Österreich, das noch viel schwächer ist, nur eine Möglichkeit. Wir müssen wirklich schauen, dass wir unsere neutrale Rolle zum Wohle und zum Vorteil Österreichs ausnutzen und gleichzeitig unseren moralischen Standards entsprechen. Das wäre, was wir und was jeder von uns machen könnte. Hört auf mit dem Russland-Bashing, kehrt zurück zur Vernunft und lasst uns unsere Rolle als neutrale Nation, liegt uns im Blut, wirklich durchziehen. Das wäre meins. Da bin ich ja hundertprozentig deiner Meinung. Das Problem ist, das ist ein Wunsch an die Politik, wo ich meine Befürchtung habe, dass die nicht annähernd in diese Richtung gehen wird. Und damit bleibt es eigentlich, was die Österreicher tun können. Und das bleibt eigentlich dabei, wie du richtig gesagt hast, ganz einfach das, also was von den Medien hier produziert wird an Propaganda. Und mehr ist es nicht, ganz einfach zu ignorieren und sich da eine eigene Meinung zu machen. Aber man muss sich schon darauf vorbereiten, dass harte Zeiten auf uns zukommen. Ja. Ja. Und natürlich, es kommt eine Wahl. Meine große Befürchtung ist, diese Wahl geht nicht gut aus.
weil der Großteil der Menschen immer noch verblendet ist von Pandemie und Ukraine und sonstigen Dingen und das, was die Medien dazu produzieren. Also alle, die es sehen wollen, alle, die hinschauen wollen, müssen sich ganz einfach darauf vorbereiten und darauf einstellen, dass wir auf härtere Zeiten zugehen und nicht überrascht sein, wenn es jetzt nicht so gut ist. Ich möchte aber nicht negativ sein. Also ich sehe sehr wohl, ich sehe viele Leute, die sich bewegen. Ich sehe viele Leute, die jetzt, man nennt es halt aufwachen, aber die halt jetzt sich umschauen. Ich glaube aber, es wird nicht bei dieser Wahl so ausgehen, dass wir das alles ändern werden. Und daher, ja, bleibt wirklich die große Frage, was in rundherum passiert, was EU passiert. Und in Österreich können wir nur zuschauen und hoffen, dass es gut endet. Ja, starker Tobak heute dieses Gespräch, wirklich. Aber sehr, sehr gehaltvoll, sehr toll. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke dir für die Einladung. Ja. Ihnen zu Hause auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es Spaß gemacht hat. ja, und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Max. Danke. Danke. Ich darf Sie nicht vor offener Kamera küssen. Genau, das sind dann die Beweisvideos. Ganz genau. Und wir